Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. In der letzten Folge wurde Sonja befördert. Sie ist jetzt Präsidentin, schimpft sich so. Hat jetzt einen Tag mehr in der Woche frei und hat gerade mal wieder den Kai mitgebracht. Die spielen da Footback und machen sonst noch was. Felix hat, Juliette kennengelernt, die ist hier vorbeigelaufen, da haben wir sie mal kurzfristig begrüßt und die hängen gerade ab, haben schon Sims Rush Hour und so gespielt und ja, haben gerade so ihren Spaß. Ne? Mhm. Gut, und ihr könnt mal noch ein bisschen wertschätzen, bewundern, unterhalten, witzigen. Reden, tratschen. Ja, na, die unterhalten sich alle gut. Prima. Und dann muss sie mal, kann sie ja mal hier benutzen und Hände waschen. Ich weiß nicht, haben die beiden Teenies denn Hunger? Oh, bestimmt irgendwie so ein bisschen. Könnte man vielleicht mal Abendessen servieren. Abendessen, was gibt's denn? Mittagessen, Chefsalat? Hatten wir auch lang nicht mehr. Leute, so einen richtig leckeren Salat? Jo, warum nicht? So, komm, ihr zwei, nochmal unterhalten, witzigen, und dann könnt ihr hier nochmal ein bisschen spielen. So, Moment, willkommen Lukas. Lukas ist auch wieder daheim, habe ich gesehen. Nee, du brauchst jetzt keine Zeitung. Du könntest mal hier mit dem Kai ein bisschen quasseln und so weiter und so fort. Nicht flirten, nee, tratschen und mal spielen, ja, Hände klatschen, warum nicht? Ja, mach das mal. Hat er eigentlich auch den Wunsch erfüllt gekriegt? Ja, gut. Jetzt machen wir mal den Felix hier fest. So. Okay, so, Essen ist fertig. Aha. Essen. Na, vielleicht hat die kleine Juliette auch Hunger. Kann man mal gucken. Na prima, und schon sitzen sie wieder alle am Tisch sozusagen. Essen einen leckeren Salat. Ja. Genau, geh du mal auf Toilette. Kai hat bestimmt auch eine Portion Hunger mitgebracht, hoffe ich. So. Du spülst ab. Sehr schön. Warte mal kurz. Da ist auch gerade keiner. Sehr schön. Oh. Säubern, benutzen. Hände waschen. So. Ach, Kai sitzt auf der Couch. Oh. Lukas, du hast doch eigentlich gar keinen Hunger. Na gut. Ist er trotzdem mit? Mhm.
Entschuldigung. So, was macht Kai? Der sitzt da draußen. So, was wollen wir denn mal noch machen? Aha. Der Lukas braucht auch noch einen Logikpunkt. Das ist okay. Könnte Lukas doch heute mal wieder üben? Ich hoffe, ohne sich seinen Arm zu verbacken. Und vielleicht hätte ja Kai Lust mitzumachen. Wenn der nicht gleich was essen möchte. Aha, sie ist mit dieser Juliet am Quasseln. Er erntet Bäumchen und könnte mal Fernsehen. Hm? Hi. Und? Hat er Hunger? Umschalten auf Dance TV und sagt der Juliet mal mitzumachen. Ja, Felix hat seinen, Lukas hat seinen Logikpunkt bekommen. Das finde ich doch cool. Sehr schön. Okay. Sonja, komm Sonja, du kannst doch noch ein Stück Salat essen. Und die zwei gucken. Ah, und schon ist der Spaß voll. Dance TV, das ist es also, was die Kids da so brauchen, ne? Mhm. Okay. Ja, was kann man denn sonst noch mit euch so machen? Tata. Tadam, 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 tadam. Mechanik, Logik, Krea, Körper, Charisma. Ja, komm, hör mal auf. Geh mal hier hin. Du wolltest doch mal ein Klavier haben. Kann die da? Mal gucken, ob da was geht. Aha. Ah ja, sie geht hinter und macht was? Geht jetzt an den Bass. Ey, genial. Da machen zwei Teenies Musik. So. Mhm. So. Lukas. Aufhören. Solange dein Arm unten ist, bitte. Bitte, bitte nicht wieder. Gut. Weil das ist immer sehr anstrengend, wenn die Arme verbacken. Du gehst jetzt mal hierher und guckst dir an, was die zwei Teenies da schaffen. So zwischen Monster, Puppe und so weiter. Achso, nee, das geht nicht. Tanzen. Tanzen. Trinkgeld geben. Ja, wir müssen es ja nicht immer übertreiben. Trinkgeld geben, 50. Und dann gehst du bitte mal ans Telefon. Sonja ist irgendwie beschäftigt mit was auch immer. So. Kann ich Sonja sprechen? Ja, ja. Wobei die Sonja gar keine Zeit hat. So. Warte mal kurz. Du brauchst noch was. Sauberkeit. Komm, dann lern noch eine Runde Sauberkeit. Vielleicht kriegen wir den Punkt auch endlich voll. Jo, und Felix wird müde und muss duschen. Der darf sich hier mal verabschieden von seiner neuen Bekanntschaft. Oh, immerhin schon 45, sehr gut. Gibst du ihr auch ein bisschen Trinkgeld? Dann
kannst du hochgehen. Säubern. Duschen. Sie ist am Babbeln. Er ist am Sauberkeit lernen, ja. Und du gehst bitte verabschieden von allen. Dann müsste die da hinten nämlich auch gehen. Es wird nämlich Zeit, dass der Haushalt wieder ins Bett kommt. Und wie viel Trinkgeld hat die Dame gekriegt? 75 immerhin. Okay. Oh. Hey, Günther. Ach, Günther ist das. Okay. Sudle. Wollen wir mal gucken, dass das hier wieder ordentlich wird. Mhm. Sehr schön. Und anschließend gehst du ins Bett und sie muss dann nochmal auf Toilette. Was braucht sie denn noch? Charisma, Logik. Logik hätte sie ja mit ihrem Mann zusammen machen können. Krea braucht sie. Hat sie morgen frei? Ah ja. Dann weiß ich doch. Und Lukas hat seinen Sauberkeitspunkt. Na, supi. Sehr schön. Darf noch ein bisschen lesen. So. Du gehst mal bitte säubern, benutzen. Und dann darf die liebe Sonja auch mal das neue Klavier benutzen. Das macht nämlich auch Spaß. Und Lukas? Lukas, der Gute, darf mal... Ach, er muss morgen wieder... Der darf mal baden. Ganz normal baden. Ach, wenn er nicht schon wieder ein Problem mit seinem blöden Buch hätte. Komm, leg dein Buch hin. Lernt das doch bitte mal. Einfach hinlegen. Na, also geht doch. Dass ihr da erst 5 Stunden rüber schimpfen müsst. Echt, ey. Immer diese Schimpferei hier. Und? Oh. Das sieht doch schön aus. Und guckt mal, wie spaßig das ist. Super. Hier geben wir jetzt auch noch den Punkt. Die Musik finde ich voll schön. Ei gut, okay, das reicht. 2 Uhr nachts. Mach morgen weiter, hast ja frei. Und geh schlafen. So. Und dann haben wir doch alle Leute wieder ins Bett geschickt. Und der Tag ist auch schon wieder um. Genauso wie meine Zeit schon wieder um ist. Jo, aber ich denke, das war doch wieder eine ganz lustige Folge. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran und dann verabschiede ich mich mit dem Bild des schlafenden Haushalts wieder mal. Jo, bis in den nächsten Part. Macht's gut. Tschüss.